Jedes Jahr erkranken über 30.000 Menschen in Deutschland an einem Aortenaneurysma. Gut, dass die Hauptschlagader jetzt als Organ gilt. So hatte sich Enrico Regel seinen Urlaub in Bayern nicht vorgestellt. Alles fing ganz harmlos an. Rückenschmerzen hat sich eher angefühlt, als ob ich mir einen Nerv eingeklemmt habe. Vom Urlaubsort am Staffelsee fährt er in die nächste Klinik. Dort wird ein CT gemacht. Dann hieß es, Herr Regel, so in 15 Minuten ist der Rettungshubschrauber da und Sie fliegen anschließend in die Uniklinik nach München. Seine Aorta ist gerissen. Lebensgefahr. Meine Kinder oder Familie, da denkt man hat eigentlich zu wenig Zeit, sich dann noch in dem Moment zu verabschieden. Ja? Im Klinikum Großhadern wird er sofort notoperiert. Die Aorta verläuft vom Herzen über den Bauchraum bis zu den Beinarterien. Seit diesem Jahr wird sie sogar als eigenes Organ eingestuft. Ab ca. 60 Jahren steigt das Risiko, ein Aneurysma zu entwickeln, eine krankhafte Erweiterung der Aorta. Auch Bluthochdruck und genetische Faktoren spielen eine Rolle. Dann droht eine Aortendissektion, wie bei Enrico Regel. Dabei reißt zunächst die innerste Schicht der Aorta. Blut dringt ein und drückt auf die Gefäßwand. Und hier geht es um Zeit. Wir wissen, wir haben so knapp 6 bis 8 Stunden, bevor die größeren Komplikationen kommen. Das heißt, sprichweg, bevor die Hauptschlagader wirklich einreißt und Blut austritt. Professor Peters glaubt, dass die Einstufung als Organ hilfreich ist, um mehr Aufmerksamkeit für die Aorta zu erzeugen. Man kommt weg davon, dass man es nur als Schlauchverbindung zwischen Herz und den Organen ansieht. Sie hat eine sehr komplexe Struktur, sie hat Ernährungsstrukturen, sie hat eine eigene Blutversorgung. Sie muss ja den täglichen Blutdruck bei jedem Herzschlag aushalten. Sie hat eine sehr komplexe Mechanik. Am Aortenzentrum des Münchner LMU-Klinikums arbeiten Herzchirurgen und Gefäßchirurgen eng zusammen. Bei den meisten Patienten von Professor Nikolaios Tsilimparis wurde ein Aneurysma nur durch Zufall bemerkt, wie bei Frau Koch. Ich hatte keine Schmerzen, kein gar nichts, das merkt man nicht. Ein paar Zimmer weiter wartet Ludwig Alles auf seine Operation. Er war mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus gekommen. Dann hat man also festgestellt, es gibt noch einen Zufallsbefund. Und zwar ist eben die Aorta anstatt 3 cm 6 cm dick. Viele Patienten empfinden das so als eine tickende Bombe. Wir freuen uns, wenn wir diese Bombe entschärfen können. Morgen wird Professor Tsilimparis das Aneurysma im Bauchraum mit einer Stentprothese ausschalten. Das Blut kommt nicht in Kontakt mit der Wand, die schwach ist, sondern das ganze Blut fließt hier durch. Ab diesem Moment ist das Aneurysma ausgeschaltet und Sie sind tatsächlich von einer Ruptur geschützt. Wir werden bei der komplexen OP dabei sein. Ludwig Alles denkt an seine Familie und hofft. Dass noch ein paar Jährchen kommen. Die Enkel sind noch klein. Ja, 73, also 80 sollte schon sein. Der nächste Morgen. Ludwig Alles wird in den OP gebracht. Der Eingriff findet unter Vollnarkose statt. Das Aneurysma ist besonders groß und betrifft die Aorta an den Stellen, an denen die Nieren-, Darm- und Leberarterien abzweigen. Das Team um Professor Tsilimparis muss den Stent so einsetzen, dass die Blutversorgung der Organe weiter funktioniert. Wenn wir es nicht schaffen, dann verliert der Patient unter Umständen seine Niere oder wird der Darm nicht durchblutet. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Der Eingriff erfolgt endovaskulär und bei grünem Licht, um die Röntgenbilder besser zu sehen. Über Zugänge an der Leiste wird das Team zunächst den großen Stent, der das Aneurysma überbrücken soll, in die Aorta führen. Das ist jetzt die Prothese. Die Prothese wurde speziell angefertigt. Die Öffnungen müssen genau zu den abzweigenden Arterien passen. Jetzt ist die Prothese offen. Die liegt sehr gut. Dann wird es richtig kleinteilig. In Millimeterarbeit muss das Team insgesamt 6 kleinere Stents einsetzen, um die Nieren, Darm, Leber und Beinarterien an die neue Prothese anzuschließen. Das sind natürlich sehr, sehr kleine Öffnungen, die man genau treffen muss. Das sind sehr feine Gefäße. Im Nachbarsaal operieren die Herzchirurgen eine gerissene Aorta am offenen Herzen. Der Patient ist an der Herz-Lungen-Maschine.
Bei dieser OP wird der defekte Teil der Aorta entfernt und durch eine solche Prothese ersetzt. Oft muss zudem die Herzklappe ersetzt werden. So einen Eingriff hatte auch Enrico Regel. Eben noch beim Fernsehschauen, eine Stunde später auf dem OP-Tisch. Ich habe eigentlich nur Glück, es hätte auch anders ausgehen können. In Zukunft wird er regelmäßig zur Kontrolle müssen, auf den Blutdruck achten und Sportarten mit abrupten Belastungen vermeiden. Prothesen wie seine gelten als besonders nachhaltig. Wenn er seinen Blutdruck gut einstellt und letztendlich nicht überbelastet, kann es sein, dass er damit ins hohe Alter kommt, ohne dass man da nochmal tätig werden muss. Unterdessen öffnet Professor Zielemparis den letzten Stent bei Ludwig Alles. Mit einem Ballon wird er von innen an die Gefäßwand gedrückt. Gleich erfolgt die entscheidende Kontrolle. Das ist die Zeit der Wahrheit. Alle Blicke sind auf den Bildschirm gerichtet. Und? Es ist super gelaufen, wir sind sehr zufrieden. Wir haben alles angeschlossen, Aneurysma ist ausgeschaltet. Mehrere Stunden nach der OP können wir Ludwig Alles auf der Intensivstation besuchen. Er ist schon wieder wach und fühlt sich... Ja, gut, aber müde. Übrigens, für Männer ab 65 zahlt die Kasse ein Screening der Bauchschlagader, damit die Zeitbombe Aneurysma rechtzeitig entdeckt wird.